Ilan Pappe hält anders als fast alle anderen linken Intellektuellen in Israel das, was in diesen Jahren geschah, weder für notwendig noch für gerechtfertigt. Er hält es für ein Verbrechen. Er beschreibt Massaker, Sadismus und einen systematischen Plan der Vertreibung. Und damit hat er in Israel und nicht nur dort die Grenze überschritten. Seine Lehrtätigkeit an der Uni Haifa wurde ihm unerträglich gemacht, sagt er. Man habe ihn ausgegrenzt, für irrelevant erklärt und seine Forschungen boykottiert. Deshalb hat Ilan Pappe Israel den Rücken gekehrt und hat jetzt eine Professur in Großbritannien. Interessant sind die Quellen, auf denen Ilan Pappes so umstrittene Thesen fußen. Woher hat er die Akten, die Belege? Fast alle aus dem Archiv der israelischen Armee. Hier noch einmal das Buch. Die ethnische Säuberung Palästinas von Ilan Pappe, erschienen bei 2001. Und jetzt das Gespräch. Ich wurde von einem älteren Herrn vor ein paar Wochen auf der Frankfurter Buchmesse angesprochen, ob ich das Buch von Ilan Pappe kenne. Das deutsche Fernsehen habe es bislang komplett ignoriert. Ob ich es mir einmal durchlesen wollte. Das klang nach gefährlichem Stoff. Guten Abend, Herr Pappe. Good evening. Guten Abend. Herr Pappe, Ihr Verlag erzählte uns heute, dass er seit Wochen sehr böse Briefe bekommt, in denen gesagt wird, das Buch sei antisemitisch und Sie seien ein selbsthassender Jude. Was sagen Sie dazu? Ich bin daran gewöhnt. Ich kenne diese Angriffe, aber ich denke, das ist normalerweise die erste Reaktion, nachdem die Leute das Buch genau gelesen haben. Wissen Sie, dass das die historische Wahrheit ist? Das ist keine schöne Wahrheit. Es ist keine schöne Wahrheit für Israel und die Juden, aber es ist natürlich so, dass die erste Reaktion sehr persönlich ausfällt, sehr böse. Das ist aber auch schon passiert und wenn man das erstmal gelesen hat, verändert sich das. Was ist denn passiert, Herr Pappe, in diesen Monaten 1947-48? In diesen Monaten war es so, dass die israelische Führung sich entschloss, systematisch die meisten Palästinenser zu vertreiben, die damals in Palästina lebten. Das war eine ethnische Säuberung, die wurde geplant und ausgeführt von der israelischen Führung Ende 1947 bis zum Ende 1948. Und das Ergebnis davon war, dass die Hälfte der Palästinenser Städte und Dörfer und die Hälfte der Bevölkerung Palästinas zerstört und vertrieben wurden und enteignet wurden. Und das ist eine Wahrheit, wie ich schon sagte, die ist nicht einfach aufzunehmen, nicht einfach zu akzeptieren. Begriff ethnische Säuberung, was heißt das? Diese ethnische Säuberung ist ein rechtlicher Terminus. Das bezieht sich auf politische Gruppen, die aus ideologischen Gründen sich entschließen, eine andere ethnische Gruppe zu vertreiben oder eine andere politische Gruppe zu vertreiben. Das wird mit Gewalt durchgeführt. Das ist ein Begriff, den gibt es im internationalen Völkerrecht. Das ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist also ein ganz klar definiertes Konzept eines politischen Programms in gemischten ethnischen oder in ethnisch gemischten Gegenden. Sie stellen es so dar, als wenn dieser Plan Dalet, so heißt er, das ist also eine Art Masterplan, von ganz oben, von David Ben-Gurion, das heißt von der Arbeiterpartei und der Armee, geplant worden ist. Also ganz gezielt, ganz systematisch. Das klingt ein bisschen nach Verschwörungstheorie. Es ist keine Verschwörungstheorie und es ist auch sehr gut dokumentiert. Man muss das einfach als historische Tatsache begreifen, mit der wir leben müssen. Es ist keine Verschwörung, es ist einfach das unvermeidliche Ergebnis der Idee, den Juden zu erlauben, einen Staat in Palästina zu bekommen, zu Ungunsten der Bevölkerung in Palästina. Man wollte ein
einen Staat gründen, in dem es nur Juden, eine jüdische Mehrheit gab, und die einzige Möglichkeit dazu waren 1948 eben die Palästinenser rauszuschmeißen. Die sind ja nicht freiwillig gegangen, um Platz zu machen für den jüdischen Staat. Und jetzt, wo wir reden, ist es so, dass die israelischen Regierungen während der letzten Jahre immer noch ethnische Säuberungen Palästinas durchführen, in anderen Teilen Palästinas, denn es ist ja immer noch der Gedanke dahinter, dass man den größten Teil von Palästina haben will, mit wenigen Palästinensern, und Israel denkt, dass ohne dies die Sicherheit und Unabhängigkeit Israels nicht gewährleistet werden kann. Aber ist Ihre Darstellung nicht doch etwas einseitig? Denn Israel ist doch bekannt dafür, dass Israel eine sehr kritische Presse hat, dass es eine sehr kritische Justiz hat und dass es auch sehr kritische junge Soldaten hat, die sich gar nicht so anpassen. Ich glaube nicht, dass das einseitig ist. Ich glaube, die Realität ist einseitig. Die Palästinenser sind diejenigen, die besetzt sind, nicht die Besatzer. Die Palästinenser wurden vertrieben, sind nicht die, die vertreiben. Die Palästinenser wurden kolonisiert und enteignet, und sie haben das nicht gegenüber den Israelis getan. Ich glaube, das ist einfach die Realität. Natürlich gibt es viele verwirrte junge Menschen in Israel. Es gibt eine unsichere jüdische Gesellschaft. In einem Gefängnis ist es so, dass der Wärter und die Leute, die im Gefängnis sitzen, die sind beide in einer unnormalen Situation. Sie sind eingeschlossen. Das widerspricht nicht dem, was ich beschreibe. Ich sage, es ist die Realität dort in Palästina. Es ist heute die Realität. Herr Poppe, da werden ja auch Figuren angegriffen in Ihrem Buch, die eigentlich Ikonen der Friedensbewegung sind, wie Yitzhak Rabin oder wie Amos Oz. Ja, das stimmt. Es gibt einen Unterschied zwischen Yitzhak Rabin und Amos Oz. Rabin war ein junger Offizier, der hat an dieser ethnischen Säuberung Palästinas 1948 teilgenommen, insbesondere an der Küste Palästinas. Amos Oz wird kaum erwähnt in meinem Buch. Ich glaube nicht, dass ich ihn oft genannt habe. Ich habe gesagt, dass sogar liberale Zionisten wie er nicht weit genug gegangen sind, dabei zu verstehen, was Israel den Palästinensern angetan hat und wie das einen Einfluss hat auf den Konflikt und auf die Möglichkeiten, ihn zu lösen. Das sind zwei verschiedene Dinge, aber ich sage natürlich, dass die Heroen Israels kriminell gehandelt haben 1948, und als Israelis müssen wir das bewältigen, mit dieser Realität zurechtkommen, das aufnehmen und versuchen, das in der Zukunft zu ändern. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch, Herr Pappe. Vielen Dank.